ich hoffe, Sie konnten sich alle so ein bisschen in der Pause austauschen und auch mal sehen, wer aus anderen Branchen, nicht nur der Games-Branche, hier heute an der Konferenz teilnimmt. Wir haben es ja ganz am Anfang schon gesagt, es ist ein sehr, sehr breites Publikum hier und wir streamen ja die Veranstaltung live ins Internet und ich habe gerade gehört, dass wir 9000 Zugriffe hatten. Allerdings nicht alle gleichzeitig, aber nacheinander, aber so um die 70 Leute gleichzeitig jedenfalls und insofern nicht nur hier in dem Raum, sondern fast nochmal den Raum dann auch im Internet. Ich freue mich, dass wir jetzt mit einem Thema weitermachen, was im ersten Moment etwas kontraintuitiv ist, weil wir uns mit Minecraft befassen und man sagt, in Minecraft gibt es ja gar keine Story. Aber das ist auch gerade der Trick. Wir haben heute hier Dr. Karl-Ludwig Freiherr von Wendt. Er ist Geschäftsführer der Brands GmbH. Er hat in Münster Betriebswirtschaft studiert, dann promoviert über Anwendungen künstlicher Intelligenz, ist also mit diesem Thema vertraut, wurde dann Unternehmensberater, hat für die Beratung McKinsey gearbeitet, dann Marketingleiter eines TV-Senders und hat dann eine Multimedia-Agentur gegründet, und zwar im Jahr 1993. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich Leute im Raum, die so um den Zeitraum wahrscheinlich geboren sind, 1993. Und da hat er sozusagen schon Multimedia gemacht. Ich weiß, ich habe meine erste E-Mail im Jahr 1996 geschrieben. Also das waren schon nochmal 3 Jahre früher. Befasst sich im digitalen Wandel und schreibt unter dem Pseudonym Karl Olsberg eigene Romane über Minecraft. Titel Würfelwelt, Flucht aus der Würfelwelt oder Das Dorf und die Buchveröffentlichung aus dem Jahr 2007, Das System schaffte es in die Spiegel-Bestsellerliste. Heißen Sie mit mir recht herzlich willkommen, Dr. von Wendt. Vielen Dank. Ja, mein Lebenslauf ist ein bisschen länger. Ich hoffe, dass man mir trotzdem auch das Du hier gewährt, auch wenn ich ja so ein bisschen der Alterspräsident bin und auch wenn ich hier mit einem Uralt-Medium auflaufe. Wir haben heute den ganzen Tag über Zukunftstechnologien kennengelernt. Ja, VR kommt jetzt, ist aber noch nicht ganz so weit. Geht's besser? Das wird sich alles noch unglaublich schnell entwickeln, E-Sports und so weiter und so fort. Das hier ist 5.000, 6.000 Jahre alt und die mündliche Überlieferung noch älter. Das heißt, das erzählende, gesprochene, geschriebene Wort, die Geschichte, die durch Wörter übertragen wird, ist eigentlich die erste Form des Storytellings. Und wenn es nach mir geht zumindest, wird es auch die letzte sein. Es wird auch in Zukunft immer Erzählungen geben. Insofern hoffe ich, dass ich ein bisschen was erzählen kann über das klassische Storytelling. Aber ich bin natürlich hier auf einer Games-Veranstaltung, auch deswegen, weil mich das Thema Games interessiert. Und das nicht von ungefähr. Ich habe nämlich eigentlich eher Games entwickelt als Bücher geschrieben. Ich komme sozusagen von der anderen Seite. Ich habe angefangen in den 80ern, in den frühen 80ern, als wirklich Text-Adventures noch das Maß aller Dinge waren. Wer die alten Infocom-Geschichten kennt, das war geniales Storytelling. Und das fand ich super genial und habe dann versucht, das nachzuprogrammieren mit mittelmäßigem Erfolg. Bin aber immerhin dadurch auch zum Thema künstliche Intelligenz, Sprachverarbeitung und auch quasi automatisierte Logik gekommen. Ich habe inzwischen mehrere Startups auch gegründet, unter anderem leider 10 Jahre zu früh ein Startup, was sich mit Chatbots beschäftigt hat, KiwiLogic hier in Hamburg. Wenn wir das 10 Jahre später gemacht hätten, wäre ich jetzt vielleicht irgendwie in der Karibik, aber wir waren viel zu früh und das Ganze ist dann wieder in der Versenkung verschwunden. Heute verdienen halt andere damit das Geld. Ich hatte übrigens auch 2005 die Idee, eine Browser-Games-Firma zu gründen, war aber dumm genug, das nicht zu tun. Na gut. Stattdessen schreibe ich Bücher. Immerhin in den letzten 10 Jahren ungefähr 30 veröffentlicht, die Hälfte davon Minecraft-Bücher. Die andere Hälfte sind Thriller meistens, mit denen, in denen ich mich so ein bisschen mit der Schattenseite der
technologischen Entwicklungen beschäftige. Das System zum Beispiel oder auch mein neuer Roman Mirror, wo es darum geht, was passiert eigentlich, wenn solche Gadgets anfangen, die Kontrolle über unser Leben zu übernehmen und wir ihnen die auch freiwillig geben. Was kann da aus dem Ruder laufen? Also wer so die Horrorszenarien sehen will, der kann meine Erwachsenenbücher sehen. Ansonsten gibt es eben auch viel in der Minecraft-Welt. Darüber möchte ich heute sprechen. In den 90er Jahren habe ich das legendäre Spiel Q-Pop entwickelt, als Lead-Game-Designer und teilweise auch Programmierer. Das kennt wahrscheinlich keiner hier im Raum. Ich weiß nicht, ob es noch Leute gibt, die die Zeitschrift Powerplay kennen aus der Zeit. Die haben uns immer ganz viele Daumen hoch gegeben und eine super Bewertung. Also das ist, was ich hier an mein Revers heften kann. Es gab uns kurzzeitig bei Toys R Us im Regal und das Spiel hat sich, glaube ich, 500 Mal verkauft oder so. Aber es gibt heute noch treue Fans. Das ist meine Computerspielgeschichte. Außerdem bin ich auch noch Startup-Gründer heute, habe eine App entwickelt mit einem kleinen Team namens Papego. Papego ist eine App, mit der man gedruckte Bücher, also wirklich diese Dinger hier, unterwegs auf dem Smartphone weiterlesen kann. Macht bei so einem dünnen hier nicht so viel Sinn, aber wenn man sich den neuesten Ken Follett als Hardcover gekauft hat, ist man vielleicht ganz froh, wenn man den in der U-Bahn nicht mitschleppen muss und dann kommt unsere App ins Spiel. Davon wird hoffentlich noch ein bisschen was zu hören sein. Heute geht es aber darum nicht. Warum gibt es überhaupt so viele verschiedene Entertainment-Medien? Warum muss man sich auch als jemand, der in der Entertainment-Branche aktiv ist, überhaupt mit unterschiedlichen Dingen auseinandersetzen? Ich glaube, dass Entertainment zwei wesentliche Aufgaben erfüllt. Die eine ist Selbstbestätigung. Leute, die unterhalten werden wollen, wollen auch Selbstbestätigung haben. Und ein Computerspiel, gerade ein Ego-Shooter zum Beispiel, ist eine wunderbare Möglichkeit, zu beweisen, was man so drauf hat. Man kriegt also Selbstbestätigung, wenn man die Gegner überwindet. Und die guten Spiele sind ja auch alle so aufgebaut, dass man gerade immer so ganz knapp über die nächste Hürde rüberkommt, schon ordentlich arbeiten muss, schon immer besser werden muss. Und das baut einen auf. Das menschliche Gehirn ist so entwickelt, dass man dadurch Befriedigung und ein gutes Gefühl bekommt. Kreativität ist ein zweiter Punkt, um Selbstbestätigung zu bekommen und insbesondere, wenn dann andere das auch noch toll finden, was man macht. Es gibt nichts Schöneres für mich, als wenn ein 10-jähriger Stöpke mir in schlechtem Deutsch eine E-Mail schreibt und sagt, wie toll er meine Bücher findet. Das ist einfach göttlich. Das baut mich auf und diese Kreativität und auch die Bewunderung sozusagen, die ich dafür bekomme, ist der Grund, warum ich schreibe, nicht das Geld in erster Linie. Aber es gibt auch einen zweiten Aspekt. Ich möchte auch manchmal eben nicht aktiv sein. Für die Selbstbestätigung muss ich was tun. Manchmal möchte ich aber auch einfach nichts tun. Ich bin vielleicht müde, ich habe vielleicht keine Lust. Ich möchte vielleicht einfach nur raus aus dem Alltagstrott, aus dem Nervkram, mit dem man so täglich zu tun hat und möchte abschalten, auf die virtuelle Insel sozusagen entfliehen. Das kann ich natürlich machen, indem ich mich in den Flieger setze, aber ich kann es auch machen, indem ich ein Buch lese. Und hier kommt etwas zum Tragen, was ich absolut faszinierend finde. Ganz viele Menschen, die zum Beispiel die Säulen der Erde gelesen haben, werden wahrscheinlich nach dem Spiel sagen, das Buch war aber besser. Nicht, weil das Spiel schlecht ist. Das Spiel sieht toll aus und wird bestimmt auch ein tolles Spiel sein. Aber das menschliche Gehirn ist in der Lage, einen in eine Welt hineinzuversetzen, auch ohne jegliche Grafik, ohne irgendwelches Klimbim, ohne Technik. Einfach nur dadurch, dass es die Wörter, die es zu hören bekommt oder zu lesen bekommt, in ein Bild umwandelt. Und das funktioniert unglaublich gut. Und deswegen glaube ich auch, Bücher wird es auch in Zukunft noch geben, weil diese Fähigkeit des Gehirns zu vergessen, dass das nicht real ist, eigentlich der Kern des Entertainment ist. Ich möchte dann passiv sein, möchte vielleicht mal in andere Welten, möchte von Helden lernen und möchte auf jeden Fall, das gilt für 99% des Buchmarkts, auch am Ende ein Happy End. Klar, es gibt auch die traurigen Romane, die griechischen Tragödien, aber eigentlich will ich doch am Ende, dass alle glücklich sind. Das ist also passives Nacherleben. Und wenn ich jetzt nochmal schaue, wenn ich das auf die Spielwelt, auf die Minecraft-Welt übertrage, wie wird das dort umgesetzt, dann gibt es noch eine weitere Ebene sozusagen. Es gibt nämlich Formen des Entertainment, die eher entdeckungsorientiert sind, so möchte ich es mal nennen. Das heißt, da geht es nicht darum, eine Story zu verfolgen, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen, sondern da geht es eher darum, einfach rumzulaufen, zu gucken, was ist hinter der nächsten Ecke, rauszufinden, wie muss ich hier überleben, wie kann ich vielleicht in einem anderen Spiel Rätsel lösen. Es ist also
keine storygetriebene Geschichte, sondern eher eine Open World, eine freiheitsgetriebene, wenn man so will. Und das kann ich sowohl aktiv machen, dann wären wir bei Minecraft im Open World Sandbox Game. Ich kann es aber auch passiv machen, indem ich anderen zugucke. Und als ich zum ersten Mal ein Let's Play Video gesehen habe, Pete Smith würde mir verzeihen, habe ich gedacht, was ist das denn für ein Quatsch? Das kann doch nicht wahr sein, dass man anderen Leuten beim Computerspielen zuguckt. Bis ich es dann selber gemacht habe und gemerkt habe, Mensch, das ist ganz unterhaltsam, macht Spaß und man lernt auch was dabei. Und dann habe ich auch angefangen, selber Let's Play Videos zu gucken. Es gibt aber natürlich auch Storytelling in Spielen in unterschiedlichem Maß. Und die Telltale Games wurden ja auch schon erwähnt. Minecraft Story Mode ist sicherlich das stärkste Storytelling in der Minecraft-Computerspielwelt, wo man eigentlich als Spieler gar nicht mehr so viele verschiedene Möglichkeiten hat. Also man kann Verzweigungen machen, aber in der Tat, es läuft am Ende dann wieder auf einen Punkt zu. Macht trotzdem Spaß. Oder aber ich lasse komplett dem Autor die Regie und lese einen Minecraft-Roman. Hier also ganz unterschiedliche Medien, die jeweils einerseits das Bedürfnis erfüllen, aktiv zu sein, Selbstbestätigung zu bekommen, andererseits das Abspannen und das in einer erzählerischen oder in einer nicht so erzählerischen Form tun. Über all diese verschiedenen Medien hinweg erstreckt sich eine gemeinsame Welt, Minecraft. Und das ist es, warum es Sinn macht, in so einer Welt zu erzählen, weil diese gemeinsame Welt Vertrauen schafft. Es ist viel einfacher für mich, in eine Geschichte einzusteigen, wenn ich die Charaktere schon kenne. Jeder, der Fernsehserien sieht, weiß, die ersten ein, zwei Folgen dauert immer so ein bisschen, bis man so warm wird damit, aber wenn man die Figuren dann kennt, dann macht das richtig Spaß und dann muss man auch unbedingt die 7., 8. und 9. Staffel auch noch sehen, wenn die dann gleich bleiben, gut bleiben, was selten ist. Minecraft funktioniert so ähnlich. Ich gebe dem Leser in meinem Fall eine Welt, die er schon kennt. Er weiß, was ein Creeper ist, er weiß, was ein Zombie ist, er weiß, was ein Villager ist und er kennt so ein bisschen, was der Nether ist, er kennt so ein bisschen das Setting und es macht es ihm leichter, in diese Welt einzusteigen. Das führt dann dazu, dass diese Welt sich diffundiert, ausbreitet in ganz unterschiedliche Formen, bis hin zu Bettwäsche, Plüschfiguren, irgendwelchen Plastikhämmern und Schwertern, mit denen man sich da gegenseitig verhauen kann, Lampen, Lego, natürlich auch virtuellen Anwendungen wie der HoloLens zum Beispiel, was ich auch ein sehr, sehr spannendes Experiment finde. Das wiederum, diese Omnipräsenz, macht die Marke stark. Die Marke Minecraft, ein unglaubliches Phänomen, finde ich. Marketing-Experten müssten eigentlich in Scharen nach Schweden pilgern und sich da angucken, wie die das eigentlich gemacht haben. Eine Marke aus dem Nichts zu schaffen, ohne einen einzigen Cent Werbung zu investieren, das ist schon eine unglaubliche Leistung. Und das entsteht im Wesentlichen auch durch diese unglaubliche Vielfalt, in die sich die Marke ausgebreitet hat. Wie haben die das hingekriegt? Meiner Ansicht nach, und das ist jetzt ein bisschen mein Blick von außen, durch eine Strategie, die auf der Tatsache beruht, und das war jetzt nicht mal unbedingt Absicht, dass Minecraft eben ein Open-World-Spiel ist, was sehr viel Freiraum für Kreativität schafft. Dass man aber, und das ist jetzt eine strategische Entscheidung irgendwann gewesen, dass man aber diesen Freiraum auch den Nutzern überlässt und ihnen zulässt, dass sie damit auch Dinge machen, die man vielleicht gar nicht gut findet. In der Anfangsphase heißt es, soll auch Notch sich da ein bisschen dagegen gewehrt haben, dass es Mods gab, dass Leute an seinem Spiel rumgeschraubt haben. Aber irgendwann hat er gemerkt, das nützt mir eher, als dass es mir schadet. Und als er angefangen hat, da gab es noch Spielefirmen, die gesagt haben, nee, lieber YouTuber XY, du darfst nicht einfach Szenen aus meinem Spiel zu YouTube hochladen. Das ist Copyright geschützt, das wollen wir nicht. Mojang war da ein bisschen schlauer, hat gesagt, mach mal ruhig. Je mehr Leute mit unserem Spiel kreativ umgehen, umso besser für uns. Und genau das ist dann eben auch passiert. Die Fanbeiträge, die dadurch entstanden sind, dass Mojang diese Freiraum zugelassen hat, die haben eigentlich diese Marke erst groß gemacht, meiner Ansicht nach. Denn das Spiel selber, wenn man es kennt, als ich es zuerst gesehen habe, gedacht, okay, ja, 90er-Jahre-Grafik, dachte ich, wären wir auch schon weiter. Keine Handlung eigentlich, kein klares Spielziel. Das alleine kann es ja nicht sein. Und tatsächlich
die Tatsache, dass dieser Freiraum da war, dass eben nicht alle Lücken gefüllt waren, dass nicht alles schon definiert war, hat es überhaupt erst möglich gemacht, dass so unglaublich viel aus diesem Spiel geworden ist, so unglaublich viele Leute Maps entwickelt haben, Mods entwickelt haben, Skins entwickelt haben oder eben auch selber Wege erfunden haben, zum Beispiel in Minecraft Verstecken zu spielen. Als ich mal ein Video dazu gesehen habe, habe ich erst überhaupt nicht verstanden, was die da machen. Verstecken spielen? Was? Wie? Wie geht denn das? Ich habe es auch noch nie gemacht, muss ich zugeben. Es gibt unglaublich viel Raum für Kreativität und eben auch Raum für mich als Schriftsteller, diese Welt für mich zu nutzen. Wie mache ich das? Wie erzähle ich eine gute Geschichte in der Minecraft-Welt? Dazu muss ich natürlich überlegen, was heißt das eigentlich, eine gute Geschichte? Jede Geschichte besteht aus 4 Elementen. Man braucht ein Thema. Das ist nicht immer so offensichtlich, was das Thema ist. Das Thema kann Liebe zum Beispiel sein, Verrat, Treue, Freundschaft, Erwachsenwerden, Unabhängigkeit erreichen oder auch der Zerfall, die Zerstörung eines Menschen. Da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Es muss noch nicht mal immer explizit da sein. Aber was definitiv explizit ist, ist ein Setting. Eine Geschichte spielt irgendwo, in irgendeiner Zeit, in irgendeiner Welt, ob es in Mittelerde ist oder in einer deutschen Großstadt, ob es in der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft ist. Das Setting definiert sehr stark, wie die Geschichte aussieht. Dann gibt es natürlich Figuren und es gibt einen Konflikt. Ohne Konflikt gibt es keine Handlung, also irgendwie müssen die Figuren irgendeine Schwierigkeit überwinden, sonst passiert nichts in der Geschichte. Das gilt für jede Geschichte. Was unterscheidet jetzt eine gute, eine starke, eine erfolgreiche Geschichte von einer nicht so erfolgreichen? Das sind auch 4 Elemente, meiner Ansicht nach. Muss nicht stimmen, aber das ist so meine persönliche Sicht. Zum einen muss eine Geschichte Relevanz haben. Das heißt, sie muss denjenigen, der sie lesen soll, irgendwie persönlich berühren. Jugendliche lesen nicht so gerne Geschichten über 50-jährige Hausfrauen, die ihr Probleme haben. Das ist nicht ihre Welt. Logisch. Umgekehrt lesen 50-jährige Hausfrauen wahrscheinlich auch keine Minecraft-Romane. Mit Ausnahme meiner Frau, die Geschichten gerne liest. Das Zweite, was man braucht, ist Originalität. Eine Geschichte, eine MeToo-Geschichte, die 780. Abklatsch, irgendwelche Elfen und Zwerge kämpfen gegen irgendwelche Orks, da muss man schon wirklich viel Glück haben oder sich wirklich was einfallen lassen, um damit noch erfolgreich zu sein. Etwas, was so noch nicht da gewesen war, regt eher die Leute dazu an, drüber zu reden. Sympathie. Wenn mir die Hauptfigur nicht sympathisch ist, dann macht das Buch auch keinen Spaß. Und das ist in Computerspielen gar nicht so leicht hinzukriegen, weil man da ja selber die Hauptfigur ist, sozusagen. In Büchern hat man es etwas leichter. Es gibt einen kleinen Trick, der von Blake Snyder, einem Drehbuchautor, einem erfolgreichen Drehbuchautor, mal so formuliert worden ist: Save the cat. Und das bedeutet, innerhalb der ersten 5 bis 10 Minuten in einem Film oder auf den ersten 20 Seiten in einem Buch sollte der Held etwas Selbstloses und Nettes tun, wie zum Beispiel eine Katze vom Baum retten. Und er hat ein Buch darüber geschrieben und zeigt dann in jedem erfolgreichen Hollywood-Film, wo dieser Save the Cat-Moment kommt. Und der kommt immer. Immer passiert irgendwas am Anfang, wo man sagt, oh ja, das war jetzt nett. Das ist nicht so offensichtlich immer, wie ich das jetzt schildere, aber man kann ihn tatsächlich überall finden. Das macht den Helden sympathisch. Und weil ich als Autor ja bestimmen kann, was der macht, kann ich sozusagen die Herzen der Leser relativ früh gewinnen. Und der letzte Punkt ist Glaubwürdigkeit. Und das ist vielleicht der wichtigste. Glaubwürdigkeit, das klingt ein bisschen seltsam, wenn man jetzt einen Fantasy-Roman liest. Also bei Ken Follett würde ich sagen, hängt die Glaubwürdigkeit sehr stark davon ab, dass er sehr viel Zeit damit verbringt, die Welt, die er da beschreibt, auch genau zu verstehen. Er macht unglaublich viel Recherche, er plant seine Romane extensiv. Aber warum glaubt man eine Herr-der-Ringe-Geschichte, wo schon auf der ersten Seite lauter Sachen vorkommen, die es nicht gibt, wo ja auch jeder weiß, dass es die nicht gibt? Glaubwürdigkeit ist keine Frage der physikalischen Realität, sondern Glaubwürdigkeit ist eine Frage der Konsistenz. Wenn ich eine Geschichte über fliegende Hamster schreibe und auf der ersten Seite fliegt ein Hamster durch die Luft, dann werden die Leser weiterlesen und sagen, okay, da fliegt ein Hamster, jetzt bin ich mal gespannt. Wenn aber im Folgenden lauter unlogische Dinge passieren, und mit unlogisch meine ich nicht, dass der Hamster fliegen kann, sondern unlogisch meine ich zum Beispiel, dass der Hamster jetzt auf dem Fensterbrett sitzt und eine Katze kommt
Und statt dass der Hamster wegfliegt, bleibt er einfach sitzen und wird gefressen. Da würde der Leser sagen, halt, stopp, der kann doch fliegen. Wieso fliegt er jetzt nicht weg? Das ist unglaubwürdig. Man wird dann aus der Geschichte rausgerissen, weil man sich fragt, hä, das verstehe ich nicht, das passt hier nicht. Im Englischen, ich habe keine bessere deutsche Übersetzung dafür gefunden, nennt man das Abandonment of Disbelief. Das heißt, die Leute geben quasi am Anfang des Buchdeckels ihren Unglauben, ihren Zweifel ab und lassen sich auf eine Geschichte ein. Und folgen der Geschichte bis zu diesem einen Moment, wo ich als Autor den Fehler mache, einen Logikbruch zu erzeugen, etwas, wo die Leser sagen, das stimmt nicht, das würde so nicht passieren. Der Hobbit würde sich jetzt einfach brüllend auf den Troll stürzen und den da mit seinem kleinen Schwertchen versuchen, die Kehle durchzutrennen. Ein Hobbit läuft eher in die andere Richtung. Das weiß man einfach, wenn man die Geschichten kennt. Und wenn man den Leser da nicht ernst nimmt, dann funktioniert das mit der Glaubwürdigkeit nicht. So, was hat das alles mit Minecraft zu tun? Minecraft beschreibt ein Setting. Ich kann, weil Minecraft eben ein Open-World-Spiel ist, in diesem Setting der Minecraft-Welt Geschichten ansiedeln. Und dieses Setting beeinflusst alle vier Elemente. Es schafft Relevanz, es schafft Originalität, es schafft Sympathie und Glaubwürdigkeit. Und zwar zum einen dadurch, dass viele, viele Menschen Minecraft kennen und viele Dinge, die ich sonst in einem Buch erst erklären müsste, als Fakten hinnehmen. Zum Beispiel, dass es da komische grüne Wesen gibt, die aussehen wie aufrechte, viereckige Gurken, hinter einem herlaufen, leise sind bis zu dem Moment, wo es eigentlich schon zu spät ist, um wegzulaufen, und dann anfangen zu zischen und bumm. Das kennt man, das muss man nicht mehr erklären. Dass die gruselig sind, weiß jeder Minecraft-Spieler. Dementsprechend habe ich hier sozusagen schon Glaubwürdigkeit durch das Weltsetting geschaffen. Und wenn ich dann schreibe, ein Creeper kam und er lief weg, dann ist für jeden Minecraft-Spieler klar, ja logisch, würde ich auch machen, wenn ich kein Schwert hätte. Minecraft enthält auch sehr viele originelle Elemente, die es so in anderen Welten nicht gibt, wie zum Beispiel den Nether oder jetzt neu das Ende mit einer sehr spezifischen Gestaltung, mit einer sehr tollen Atmosphäre eigentlich auch. Und Minecraft hat zusätzlich durch diese Einschränkung, durch diese Klötzchen-Grafik auch noch etwas Einzigartiges, was ich auch in den Büchern gerne nutze. Zum Beispiel Würfelwelt heißt eben auch Würfelwelt, weil der Protagonist sich da zu Anfang in einer Klötzchenwelt wiederfindet und sich wundert, warum die Welt aus lauter Würfeln besteht und nicht, wie er es kannte, eigentlich aus normalen, schrägen Ebenen. Minecraft schafft so eigene Naturgesetze, die ich in der Geschichte nutzen kann. Minecraft lässt mir aber, und das habe ich ja schon mehrfach betont, auch den Freiraum selber dazu zu erfinden. Und wenn ich den nicht habe, kann ich als Schriftsteller nichts machen. Minecraft ist also aus Computerspielsicht oder aus Sicht eines Autoren unter den Computerspielen das perfekte Setting für Geschichten. Und dementsprechend habe ich vor ein paar Jahren die Idee entwickelt, so eine Minecraft-Geschichte mal zu schreiben. Und die hieß dann Würfelwelt. Da ging es weniger darum, jetzt die Minecraft-Welt so zu beschreiben, wie sie wirklich ist, sondern eher um eine dahinter liegende psychologische Geschichte. Ein Junge, der ins Koma gefallen ist aufgrund einer Intrige und der jetzt in dieser virtuellen Welt, die er aus seinem Computerspiel kennt, gefangen ist, versucht da wieder rauszukommen. Das ist die Story. Das Setting ist eine Minecraft-ähnliche Welt, möchte ich mal sagen. Ich habe mir sehr viel kreative Freiheit erlaubt. Ich habe aus den Minecraft-Klötzchen sozusagen lauter Dinge gebaut, wie zum Beispiel eine Stadt der Toten, wo die Untoten dann auch ganz friedlich sind und quasi ihr normales Leben führen, was es so in Minecraft nicht gibt. Habe also viele Dinge dazu erfunden. Der Konflikt, habe ich schon gesagt, ist die Flucht aus der Traumwelt. Ich habe allerdings, deswegen steht da oben 12+, einen Faktor komplett übersehen, als ich die Geschichte geschrieben habe. Das war 2012. Ich hatte so meinen jüngsten Sohn, der damals 13 war, als Ziel, untere Altersgrenze der Zielgruppe im Auge und dachte, die Minecraft-Spieler sind alle so irgendwo Teenager eben. Dass es sehr viele Minecraft-Spieler gab, die deutlich jünger waren, wusste ich nicht. Und so habe ich eben in dieses Buch auch eine
Untergrundgeschichte reingeschrieben. Da geht es um sexuellen Missbrauch. Der wird zwar nicht beschrieben oder so, der wird nur ganz leicht angedeutet. Aber wenn natürlich Mütter dieses Buch lesen, um zu gucken, was da ihre 8-, 9-jährigen Kinder gerade lesen und stolpern dann über diesen einen Satz, der darauf hinweist, dass da mal ein Missbrauchsfall war, den der Stöpke wahrscheinlich gar nicht verstanden hat, dann drehen die durch und dementsprechend musste ich dann sozusagen etwas nachlegen, was auch für eine jüngere Zielgruppe geeignet war. Das ist Das Dorf, eine Geschichte, die mittlerweile 11 Bände hat. Da geht es um noch etwas jüngere Themen vielleicht, Heranwachsen, Selbstbehauptung, Freiheit, auch viel Unsinn machen. Die machen da auch wirklich gerade in den ersten Bänden auch noch jede Menge Mist, die Hauptfiguren. Hier ist die Minecraft-Welt wirklich die Welt. Und die Ausgangshypothese ist sozusagen, was passiert, was machen die Dorfbewohner eigentlich, wenn gerade keiner guckt? Wie leben die? Was würden die erleben, wenn die tatsächlich wie richtige Dorfbewohner wären, aber nichtsdestotrotz mit den Einschränkungen der Minecraft-Welt? Zum Beispiel, wenn ich irgendwo 2 Klötze aufeinander stapel und den dann drunter wegnehme, dann schwebt der andere in der Luft. Das ist für diese Minecraft-Dorfbewohner völlig normal. Das würde in unserer Welt nicht funktionieren. Die Hauptfigur heißt Primo, ein Jugendlicher, kann man sagen, der versucht, der in einer Welt lebt, wo eigentlich jeder Dorfbewohner bloß sagt, geh bloß nicht aus dem Dorf raus, ist gefährlich da draußen. Er ist aber ein Abenteurer, er möchte halt Dinge erleben. Und im Laufe der 11 Bände kommt dann eigentlich in jedem Band eine neue zentrale Figur dazu. Inzwischen gibt es einen ganzen Satz von Figuren, von Magolus, dem etwas miesepetrigen, spießigen Dorfpriester, der so ein bisschen auch der Bürgermeister ist, über den depressiven Roboter, den ich mir so ein bisschen von Douglas Adams geliehen habe, bis hin zu Runa, der Hexe, die eigentlich so das Chaos-Element ist und immer nur Unsinn anstellt, und einem Bösewicht, der sich auch durch verschiedene Geschichten durchzieht. Man merkt vielleicht, wenn man die Geschichten liest, wer da Pate stand. Ich bin ein sehr großer René Goscinny-Fan, habe auch meinen ersten Band dieser Serie ihm gewidmet, dem Schöpfer von Asterix, aber auch der kleine Nick, der für mich einer der großartigsten Kinderbuchautoren überhaupt ist. Auch wenn man ihn mit dem Comic verbindet, hat er eben noch ganz andere Sachen gemacht. Das Dorf ist aber nicht einfach nur ein Buch. Hier bin ich sozusagen ein bisschen wieder in die andere Richtung marschiert und habe mir überlegt, als ich das geschrieben habe, was kann ich eigentlich machen, um diese Geschichte hier noch stärker mit dem Spiel zu verbinden. Und die Idee, auf die ich gekommen bin, ist ein Seed. Der steht hier vorne drin. 100, 200, 300, 400, 500, leicht zu merken. Wer Minecraft kennt, weiß, am Anfang des Spiels kann ich einen Seed eingeben und das initialisiert sozusagen den Zufallsgenerator, der die Welt generiert. Und das bedeutet, jeder, der denselben Seed eingibt, sieht auch dieselbe Welt. Die Welt, die ich in meinen Geschichten beschreibe, ist exakt die Welt, die der Spieler sieht, wenn er diesen Seed vorher eingegeben hat. Er kann also an jeden Schauplatz marschieren. Er kann sich das Dorf angucken, so wie ich es beschrieben habe. Er kann zu den fernen Plätzen, zu der Eisebene zum Beispiel gehen, die in einem Buch eine Rolle spielt. Ich beschreibe den Weg dorthin und der ist exakt so in dem Spiel. Da macht man teilweise Mojang so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, weil die anfangen, den Algorithmus zu verändern, mit dem die Welt generiert wird, aber aktuell funktioniert es noch ganz gut. Leider nur in der PC-Version. Es gibt noch mehr Cross-Media bei diesen Büchern. Es gibt Fanart. Also auch ich habe inzwischen einige Fans, die anfangen, kreativ zu werden, die mir Mails schreiben, darf ich das vertonen, darf ich Videos dazu machen, wo ich natürlich sage, ja klar, ich lebe ja auch davon, dass Mojang mir das erlaubt. Und aktuell arbeite ich gerade an einem interaktiven Abenteuerspielbuch. Ich weiß nicht, wer diese unglaubliche Buchgattung noch kennt aus den 80er Jahren. Ich habe keine Ahnung, ob man sowas heute noch braucht. Ich habe mich mal erkundigt, es gibt tatsächlich immer noch Verlage, die solche Abenteuerspielbücher machen. Es gibt noch weltweit kein einziges Minecraft-Abenteuerspielbuch. Wir werden sehen, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann mir vorstellen, dass selbst für diese Nische, für das aktive Umgehen mit gedrucktem Text auch wieder eine kleine Nische da ist. Und wir werden sehen, ob die Fans darauf reagieren oder ob die sagen, nee, wenn ich Minecraft spielen will, dann nehme ich doch besser lieber gleich das Spiel. Oder ob es vielleicht die Situation ist, meine Mutter hat mir erlaubt, eine Stunde Minecraft spielen. Na gut, wenn ich danach noch weiterspielen will, dann muss ich es halt mit Papier. Auch möglich.
Ich habe vorhin gesagt, das, was mich motiviert zu schreiben, ist auch das Feedback, was ich von Lesern bekomme. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen angeberisch, aber das ist nicht die einzige E-Mail mit dieser Tonalität, die ich schon bekommen habe. Das, was mich wirklich stolz und glücklich macht, ist, dass ich es schaffe, mit meinen Geschichten Jungs im Alter zwischen 8 und 12 Jahren zum Lesen zu bringen. Und die Mütter dieser Jungs sind oft völlig begeistert, weil sie das schon x-mal versucht haben mit allen möglichen Jugendbüchern und es klappt nicht. Das ist natürlich ehrlicherweise nicht nur meine Schreibkunst oder vielleicht noch nicht mal zu einem hohen Anteil meine Schreibkunst. Das ist im Wesentlichen die Marke Minecraft. Minecraft führt dazu, dass die Kids sich mit Büchern beschäftigen, was sie sonst einfach nicht tun würden. Und insofern ist Minecraft auch etwas, was ich Eltern guten Gewissens empfehlen kann. Kauft das euren Kindern, das ist kreativ, es regt die Fantasie an und es bringt die Leute zum Lesen, die Kids. Was kann man jetzt daraus lernen? Was kann man sozusagen mitnehmen, gerade als Game-Entwickler? Ich glaube, das, was man lernen kann, ist, engagierte Fans sind besser als jedes Marketing. Ich habe mal irgendwo den schönen Spruch gelesen, für Sex und Marketing zahlen nur Loser. Die Marketingleute hier im Raum mögen mir das verzeihen. Ganz so krass ist es natürlich auch nicht, aber im Prinzip stimmt das schon. Wenn ich es schaffe, ein Produkt zu machen, das so stark ist, dass die Fans, dass die Nutzer zu Fans werden und die Fans darüber reden, selber damit kreativ werden, dann ist das stärker als jede noch so geniale Marketingkampagne. Damit das klappt, muss ich Offenheit zulassen. Und Crossmedialität ist natürlich, und deswegen sitzen wir ja auch, oder deswegen erzähle ich das hier, auch ein sehr starkes Element. Also wenn ich es schaffe, ein Computerspiel aus der reinen Computerspielecke herauszuholen, zum Beispiel in die YouTube-Welt, was ja relativ leicht ist, aber auch in die Bücherwelt oder in die Brettspielwelt oder in die Spielzeugwelt, dann wird die Marke stärker. Also Empfehlung, Setting und Fans wirklich ernst nehmen und auch machen lassen, aktiv einbinden. Nicht darauf warten, dass das Spiel irgendwann fertig ist und sagen, gut, hier, nehmt es oder frisst oder stirbt, sondern vielleicht irgendwie, manche Spiele machen das ja, irgendein Developer-Kit mit dazugeben, wo ich dann selber Settings-Szenarios bauen kann oder in anderer Form die Kreativität der Fans anregen. Das kann ich nur empfehlen. Und im Spiel selbst auch Freiraum für Kreativität lassen. Das ist natürlich in einem Adventure Game nicht so leicht wie in einem Massive Multiplayer Roleplaying Game zum Beispiel oder in einem Open World Sandbox Game, aber trotzdem glaube ich, dass in jedem Spiel Freiraum sein kann. Zum Beispiel Nebengeschichten, die vielleicht nicht zu Ende erzählt werden, wo man sagen kann, so und jetzt bist du dran. Zum Beispiel ein Schreibwettbewerb könnte ich mir vorstellen, erzähl doch mal weiter, was jetzt mit der Figur, die an der Stelle aus der Szene rausläuft und nie wiederkommt, was mit der jetzt passiert. Es gibt, nur um das als Beispiel zu nennen, inzwischen mehr als eine halbe Million, ich glaube, wahrscheinlich dürfte es inzwischen sogar schon eine komplette Million sein, Fanfiction-Geschichten zu Harry Potter. Das sind Kids, die meisten sind auf Wattpad, die dort meistens nur 2, 3, 4 Seiten lange Geschichten schreiben in der Harry Potter-Welt. Ich habe nie ganz verstanden, warum J.K. Rowling diese Geschichten nicht mit auf ihre Plattform holt und sagt, hier, das ist das, was meine Fans in dieser Welt tun. Das würde ich an ihrer Stelle machen, weil das eine unglaublich tolle kreative Power ist. Wahrscheinlich sind die meisten Geschichten nicht so toll, aber das macht nichts. Auch die meisten YouTube-Videos sind nicht immer unbedingt so toll, aber die Tatsache, dass Leute YouTube-Videos machen, ist das, was ich brauche. So, damit bin ich am Ende. Vielen Dank, dass Sie sich auch mit dem Very Old Medium Buch ein bisschen beschäftigt haben. Oder dass ihr euch beschäftigt, jetzt fange ich schon selber mit dem Siezen an, dass ihr euch damit beschäftigt habt. Gibt es Fragen? Ich habe es nie gemessen. Ja. Ich habe es nie gemessen, aber ich habe tatsächlich in der Anfangsphase Minecraft sehr intensiv gespielt. Das war zu einer Zeit, ich glaube, das war noch zu 09 oder so, also wirklich zu einer frühen Phase, wo längst noch nicht alles da war. Ich habe noch miterlebt, wie der Nether dann eingeführt wurde. Das war so eine Phase, wo ich tatsächlich intensiv gespielt habe, dank meiner Söhne, von denen auch einer heute hier ist, die mir das beigebracht haben, wie das geht. Alleine wäre ich wahrscheinlich auch hoffnungslos gewesen und bin auch jetzt nicht wirklich der regelmäßige Intensivspieler. Aber was ich natürlich auch mache, jedes Mal, wenn ich ein Buch schreibe, dann recherchiere ich. Ich gehe also in die Minecraft-Welt und fange an, mir die Gegend anzugucken.
letzte Geschichte zum Beispiel, da kommt jetzt ein Waldanwesen drin vor, was die neue in der aktuellen Version drin ist. Also muss ich natürlich erstmal eins suchen. Da gibt es zum Glück Internet-Tools, sonst läuft man ja bis zum St. Nimmerleins-Tag rum, bis man eins zufällig findet. Und da muss ich mir das angucken. Und dann habe ich mir sogar verschiedene angeguckt, welches ist am besten geeignet als Setting. Weil es musste ja genau das Waldanwesen sein, was in meiner Geschichte vorkommt, mit dem Raum genau an der Stelle. Ich verbringe also auch deswegen relativ viel Zeit in Minecraft, um eben zu gucken, wo könnte denn die nächste Handlung stattfinden. Mein Name ist Jana Rasmussen, auch ich kenne dank meiner Söhne Minecraft, wenn ich es auch nicht spiele. Und du erzählst mit so einer Begeisterung von dem, was du da machst und transportierst es ja auch in deine Berufswelt, dass ich mir kaum traue, die Frage zu stellen, aber trotzdem... Ist das tatsächlich ein Geschäftsmodell? Also ist das etwas, womit du Geld verdienst, oder ist es Hobby, wo auch ein bisschen Buchhonorar dabei abfällt? Ja, gute Frage. Ich habe gerade gesagt, das, was mich am meisten motiviert, ist das positive Feedback. Aber Geld motiviert mich durchaus auch. Ich muss ja auch eine Familie ernähren und momentan finanziere ich nebenher auch noch ein Start-up. Und das könnte ich ohne Minecraft nicht. Es ist tatsächlich so, dass ich in den letzten 3 Jahren wesentlich mehr Geld als Self-Publisher über Amazon mit Minecraft-Romanen verdient habe, als regulärer Verlagsautor. Trotz Vorschuss, der auch gar nicht so klein ist im Vergleich zu anderen Autoren, trotz deren professioneller Marketingmaschinerie. Und das sagt eine Menge aus über die Buchbranche. Meiner Ansicht nach ist die Buchbranche von Self-Publishing relativ stark bedroht. Weiß das aber noch nicht. Falls hier jemand im Raum sitzt, ich habe gerade im Börsenblatt, das ist so das Hauptnachrichtenmagazin der Buchbranche, einen Blogbeitrag dazu geschrieben, warum das definitiv eine disruptive Innovation ist, Self-Publishing. Und ich muss mir jedes Mal die Frage stellen, mache ich es selber oder mache ich es mit dem Verlag? Und beim aktuellen Projekt haben wir jetzt ein Verlagsangebot bekommen. Ich bespreche alles mit meiner Agentin, die Verlagsverträge macht. Und ich neige dazu zu sagen, nee, das mache ich lieber selbst. Erstens geht viel schneller. Zweitens, ich habe mehr kreativen Freiraum. Verlag zum Beispiel sagt hier, das ist nur 270 Seiten lang, wir brauchen aber 400. Wir unterschreiben den Vertrag nur, wenn es 400 Seiten lang wird. Und ich sage, warum muss ich eine Geschichte auf 400 Seiten aufblähen, bloß weil der Verlag das will? Das macht doch gar keinen Sinn. Die Geschichte ist fertig. Die wird nicht besser dadurch, dass ich 130 Seiten drauf klopfe. Das kann ich machen, aber sie wird nicht besser. Also, gibt durchaus Argumente und ja, ich verdiene Geld damit, danke. Ich würde am liebsten 2 Fragen stellen, mal gucken, wie es mit der ersten läuft. Du hattest ja am Anfang gesagt, dass so 99% aller Helden schon gut sind und dass ja, wenig Helden böse sind. Jetzt fällt mir aus dem Stegreif aus dem Buch oder im Film jetzt kein Anti-Held ein, aber aus Animes 2 sehr bekannte und die auch populär sind. Was glaubst du, warum halt auch Anti-Helden gut funktionieren, warum man das auch bringen kann, mit jemandem eine Geschichte zu erleben, der eigentlich ja, die Weltzerstörung vorhat oder sonst was Böses? Warum liest man das gerne, warum guckt man sich das gerne an? Ich bin kein Psychologe und auch kein Anime- und Manga-Experte, muss ich dazu sagen. Aber natürlich gibt es Anti-Helden und es gibt verschiedene Geschichten. Es gibt auch Anti-Helden in der Form, dass das absolute Loser sind, mit denen sich eigentlich keiner identifizieren will. Wie zum Beispiel eines der erfolgreichsten Bücher überhaupt, Gregs Tagebuch. Ein absoluter Loser, ein Junge, der halt Tagebuch schreibt und wirklich nur von einer Pleite und Katastrophe in die nächste tappt. Und trotzdem, weil man das vielleicht auch selber kennt, identifiziert man sich mit ihm und kann mit ihm mitleiden. Donald Duck ist ein anderes Beispiel, das mir dazu einfällt. Das ist auch ein Loser, der eigentlich nichts gebacken kriegt und trotzdem irgendwie, allein dadurch, dass er nicht aufgibt, wieder der Held ist. Ich kenne jetzt die Manga-Helden, die bösen Manga-Helden nicht. Aber natürlich, damit eine Figur interessant ist, muss sie vielschichtig sein. Ihr kennt sicherlich den Film Inglourious Basterds von Tarantino. Und da gibt es diesen deutschen SS-Oberst, der einfach so ein Arschloch ist, aber so ein raffiniertes, geniales Arschloch, dass man gar nicht anders kann, als auch zu schmunzeln, wenn der wieder irgendwas Fieses macht. Und vielleicht ist das Element. Oder aber ich bin einfach vielleicht fasziniert daran, boah, ich gucke jetzt dem Bösewicht zu. Ich muss mich ja nicht zwingend mit ihm identifizieren. Ich kann ja auch einfach eine Geschichte darüber schreiben, wie der eben die Welt kaputt macht. Ich vermute aber, er hat einen guten Gegenspieler. Ganz genau, so ist es zumindest in diesen Anime-Beispielen. Ich denke, es geht auch so ein Stück weit um vielleicht was Verbotenes, mal so zu tun, als ob. Ja. Aber wie gesagt, in der Szene kenne ich mich nicht gut genug aus, um das im Einzelfall analysieren zu können.
Dann mache ich doch nochmal die zweite Frage, die geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Du hattest ja dann auch gesagt, dass eigentlich die meisten sich dann auch ein Happy End wünschen. Mhm. Es gibt ja aber auch einige, jetzt normale Filme, wieder Animes, Bücher bestimmt auch so, wo es ziemlich traurig zugange geht und ziemlich zerstörend und wo man dann auch mal weint, wenn man ganz emotional tief drin ist. Hast du da Gedanken zu, warum man manchmal gerne traurig ist? Also da bin ich, glaube ich, der Falsche. Da gibt es sehr, sehr viel Material dazu. Literaturwissenschaftler haben sich da schon Gott weiß was für Gedanken gemacht. Und sicherlich, so ganz, ganz vereinfacht kann man sagen, die Literaturwissenschaftler, die Feuilleton-Kritiker, die lieben natürlich Happy Ends überhaupt nicht. Also je düsterer das am Ende ist, umso besser. Und das sagt vielleicht was darüber aus, dass ich, wenn ich anspruchsvolle Literatur mag, wenn ich mich mit einem Thema ernsthaft auseinandersetzen will, wenn das Thema auch die trübe Realität sozusagen widerspiegeln will, dass das auch ein Reiz an sich ist. Vielleicht ist das sogar ein bisschen mehr, wenn ich an meine beiden Formen des Entertainment denke, wieder die erste Seite. Ja, ich habe es geschafft, dieses Buch bis zu Ende zu lesen. Ja? Wer hat ein James Joyce Buch bis zu Ende gelesen? Der kann sich auf die Schulter klopfen. Boah, ich habe es hingekriegt. Verstanden habe ich vielleicht nicht alles, aber ich bin durch. Also ein bisschen ist das auch, ich bin bereit, mich damit auseinanderzusetzen. Ich verstehe das. Das ist jetzt meine Theorie. Also ich lese halt nicht so viele Bücher ohne Happy End. Ich bin da wahrscheinlich ein bisschen altmodisch. Ich schreibe ja aber auch die Geschichten, die ich selber lesen möchte. Insofern färbt das auf mich ab. Was aber in keiner Weise heißen soll, dass diese Geschichten keine Berechtigung haben, denn die alten Griechen haben bekanntlich auch solche Tragödien geschrieben. Und natürlich spielt da auch eine Rolle, wenn es mir selber nicht so gut geht und ich sehe, dem armen Helden geht es noch viel schlechter als mir, kann ich natürlich aus der Geschichte rauskommen und sagen, boah, Gott sei Dank, ich bin besser dran als der. Okay, super, verstehe. Georg Pohl, ich habe zwei Fragen, eine ganz kurz. Du hast dir jetzt Minecraft gesucht. Ich vermute, du hast nur eine Person, die du, oder ein Schema, was du nur so intensiv verfolgen kannst, oder? Wäre es möglich, dass du noch eine zweite solche Linie aufbaust oder eine dritte? Eine zweite Spielwelt sozusagen. Genau. Ja, absolut. Also ich bin da völlig offen und auch durchaus interessiert daran, neue Wege zu gehen, weil ich natürlich erstens merke, jetzt nach 11 Dorfromanen, so langsam wird es dann schwierig, neue Settings, neue Ideen zu finden. Ich habe noch 2-3 Ideen, aber irgendwann möchte man vielleicht auch mal wieder was anderes machen. Ich bin immer offen für Neues, deswegen eben auch das interaktive Spielbuch als Experiment. Mal gucken, ob das funktioniert. Und sicherlich ist auch die Frage, hält dieser Minecraft-Hype ewig oder kommt irgendwann wieder was anderes? Die Spielwelt ist kurzlebig. Minecraft hat sich da schon erstaunlich lange wirklich als Top-Brand gehalten und vielleicht bleibt es auch noch 10 Jahre so. Ich hoffe es, aber sicher bin ich da nicht. Also insofern, ich kann mir auch gut vorstellen, vielleicht schon mal in der frühen Spieleproduktion mit einem Game-Studio zusammenzuarbeiten und quasi parallel den Roman und das Spiel zu entwickeln oder auch mit einem Adventure-Game. Ich habe früher Adventure-Games gemacht. Genau, ganz, das ist ein Angebot. Ja, also wer mag, kommt gerne auf mich zu. Okay, eine ganz kleine Nachfrage genau dazu. Storytelling wird ja viel erwähnt wirklich, aber ich bemerke, dass es ganz wenig beauftragt wird. Und es wäre doch auch möglich, dass ein Unternehmen, also was hat das für eine Wirkung? Weil wir reden auch oft, dass Storytelling eben eine Wirkung haben soll in der Gesellschaft oder im Unternehmen. Es könnte doch auch Gurkenkühne zum Beispiel in Hamburg eine solche Figur oder eine solche Welt aufbauen oder Otto oder die Hochbahn. Was meinst du dazu? Das Problem ist, wie mit allen solchen Begriffen, die inflationär benutzt werden, heutzutage macht jeder Storytelling. Und es gibt einige, finde ich, sehr gelungene Beispiele von Storytelling in der Werbung. Zum Beispiel, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mal genau, welcher Baumarkt, Bauhaus, die haben, oder welcher auch immer, die haben dann irgendwie so ein Männerhaus, wo Leute kreativ irgendwelche wilden Sachen von einem elektrogetriebenen Stuhl, mit dem man da mit Luftkissen durch die Gegend fahren konnte, bis hin zu einer Bierrutsche, solche Sachen gebaut. Und das war für mich gut umgesetztes Storytelling in der Werbung. Das meiste ist aber einfach Bullshit, wenn ich das mal so sagen darf. Das sind keine guten Geschichten. Das kann man auch nicht in 30 Sekunden eine gute Geschichte erzählen. Oder das ist zumindest sehr schwer. Und ich glaube, nur weil jetzt Storytelling der Hype ist, heißt es nicht, dass man überall nur Storytelling machen muss oder damit das eben irgendwie wie Storytelling aussieht, da auch noch irgendwie ein bisschen eine Action-Szene im Hintergrund laufen muss. Das halte ich nicht für zielführend.
Es gibt Beispiele, wie zum Beispiel den berühmten Lurchi, den Salamander, ich weiß nicht, wer den noch kennt, ich kenne ihn noch aus Kindheitstagen. Das war genial. Ja, das waren wirklich gute Geschichten. Die waren zwar vollgestopft mit Product Placement und Werbung, aber das waren trotzdem gute Geschichten, die ich auch meinen Kindern noch gegeben habe und die auch sehr mochten, weil die vom Storytelling her einfach gestimmt haben. Da waren wirklich spannende, witzige, teilweise auch abstruse Ideen drin. Sehr viel Kreativität, sehr gut gezeichnet auch. Wenn man das so macht, ja, dann kann es auch Kühne machen, na klar. Aber es ist nicht einfach. Du bist wahrscheinlich auch noch dann später hier und mischst dich unter die Leute, da können wir noch weitere Fragen stellen. Herzlichen Dank, dass du da warst und uns über dieses crossmediale Storytelling ein bisschen was erzählt hast. Vielen Dank.